out of eyes, tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine, it might be mine, yeah. If you want one, now you coming with a paper. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier geht es heute wieder los. Und wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich mache, würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn ihr positive Werte, Leute, das wäre super, super lieb von euch und hilft mir sehr weiter. Und wenn ihr abonnieren wollt, Leute, das wäre noch viel lieber von euch. So, als kleines Weihnachtsgeschenk, so klick, klick. So, auf jeden Fall. Leute, erstmal wünsche ich euch allen ganz, 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 ganz frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt alle ein sehr schönes Fest gestern schon gehabt und ich hoffe, ihr werdet noch schöne weitere Festtage haben. Ich hatte auf jeden Fall bis jetzt ein sehr schönes Fest, muss ich sagen. Und vielleicht können einige Leute sogar sehen, was ich mir zu Weihnachten ein bisschen gegönnt habe. Nämlich müsst ihr euch auffallen, dass das alles ziemlich schön aussieht hier. Ich habe mir nämlich eine neue Grafikkarte gegönnt. Ich dachte so, mein Weihnachtsgeschenk wird auch so ein halbes Geschenk für euch. Nämlich bekommt ihr jetzt salige Grafik. Ich kann euch das mal kurz zeigen, alles komplett auf episch. Außer Schatten habe ich auf Mittel, aber einfach nur, weil mich Schatten nicht so jucken. Und deshalb habe ich die niedriger gestellt. Ich könnte die auch auf episch reißen, aber ich dachte so, nee, komm. Wir lassen das mal so, passt schon. Auf jeden Fall, super, super sexy, sieht super, super schön aus. Ich habe heute eigentlich gar nicht so viel Zeit aufzunehmen. Das ist ein bisschen kritisch, ich muss nämlich gleich eigentlich schon weiter. Aber ich versuche trotzdem irgendwie eine Folge rauszubekommen. Von daher, wenn das heute alles ein bisschen gehetzt ist, dann tut es mir leid. Aber Leute, es ist Weihnachten, ne? Nehmt mir das bitte nicht übel, ich versuche trotzdem euch irgendwie ein Video zu bringen. Ist es ehrenhaft, das ist schon ein bisschen ehrenhaft, ne? So, auf jeden Fall, ach Junge, wie schön die Raptoren noch aussehen. Oh, ist das alles schön hier, ich kann es gar nicht glauben. So, auf jeden Fall, ich bin mega gehypt. Und ich würde sagen, wir legen gleich los, gucken mal, was so abgeht und erzählen ein paar schöne Sachen und so, was wir halt so machen, ne? Jo, jo. Okay, Leute, ich habe da gerade was gefunden, nämlich den Weltenboss. Was zum Teufel? Oh mein Gott. Das sind aber die Indoms, glaube ich, oder? Ja, das ist nicht der Weltenboss, der schreit gerade nicht mehr. Okay, jetzt schreit er doch. Oh mein Gott, ist das laut. Der macht auch so kleine Minions. Und der hat 800 Millionen Leben. Oh mein Gott, sieht der crazy aus. Also ich meine, es sieht sowieso alles jetzt crazy aus mit meiner neuen Grafikkarte, alles komplett ungewohnt. Aber auf jeden Fall sieht der über crazy aus. Was zum Teufel? So, Leute, da wollte ich euch fragen, was habt ihr eigentlich so schönes Geschenk bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Hattet ihr eine schöne Weihnachten bisher? Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Irgendwie habe ich Bock, gegen den zu fighten. Irgendwie habe ich das Gefühl, das geht auch absolut schief. Aber irgendwie will ich das trotzdem tun. Übrigens, wenn ihr irgendwas seht, was anders ist als sonst, so irgendwie, wenn das mehr ruckelt oder irgendwie mein Mikro sich anders anhört oder sowas, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, weil ich habe keinen Plan. Was wollte ich gerade überhaupt machen? Ich habe nämlich gestern den ganzen PC auseinandergebaut, deshalb konnte ich nämlich gestern keine Folge machen. Und ich wollte die neue Grafikkarte einbauen und das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert, obwohl ich alles richtig gemacht habe. Und dann habe ich meine Grafikkarte einfach in einen anderen Slot reingesteckt und dann funktionierte die auf einmal, was gar keinen Sinn gemacht hat. Und deshalb konnte ich gestern keine Folge bringen, weil gestern nichts geklappt hat. Mein PC ging gestern den ganzen Tag nicht und deshalb bin ich mir auch noch nicht sicher, ob jetzt alles so klappt, wie es klappen soll. So, zack. Wollen wir das? Ich meine, das ist ja gerade... Oh nein, es fällt ja auch noch runter. Ich wollte gerade sagen, wenn der da so rumbackt, habe ich schon ein bisschen Bock. Aber wenn der da so rumbackt, habe ich eigentlich weniger Bock. Mache ich Fehler? Ich glaube, ich mache Fehler, Leute. The World Boss. Oh, ich mache dir aber echt viel Schaden. Hey, ich mache dem richtig viel Schaden. Ich mache dem doppelt so viel Schaden wie normal. Und der macht mir gar nicht so viel Schaden. Und seine komischen Rex-Babys machen mir auch nichts. Hey, das geht voll klar. Habe ich hier Potions drin in den Rex? Ich glaube nicht. Nee, kann gar nicht. Ich habe die ja gerade aus dem Ball geholt. Aber wie ich den auseinandernehme? Oh mein Gott, ja, ich mache weiter. Das wäre easy. Okay, entweder hier ist das buggy oder das ist mit Absicht so. Seitdem der auf halbes Leben ist, mache ich dem ab und zu nur 3000 Schaden. Jetzt mache ich dem wieder 4 Mille. Aber gerade habe ich dem die ganze Zeit nur 3000 gemacht. Also diese komischen 3000 an der Seite. Mehr habe ich dem nicht gemacht. Das ist super merkwürdig. Aber es klappt immer noch. Von daher mache ich weiter, was dauert eine halbe Ewigkeit. Ich habe tatsächlich gleich den Weltenboss weggeknackt. Was ist das für ein Start in die Folge? Und der gibt jedes Artefakt. Oh, Baby. Das ist so gut. Ich glaub, das war jedes Artefakt. Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte fast mit Dendonicus rausgeworfen. Der alte Larry. Ja, ich bin dann. Ja, ich bin heute auch echt ein bisschen zeitlich, ein bisschen sehr, sehr knapp dabei. Aber was zum Teufel war das? Ich habe einfach mal den Weltenboss besiegt und das war komplett ungeplant. Das hat geklappt. Das hätte ich nie gedacht. Ich dachte, wir kriegen richtig heftig auf den Sack und müssen danach wegrennen. Aber so, können wir eben gucken, was haben wir bekommen? Wir haben übel viele Artefakte bekommen. Ich wette, da ist eins dabei, was wir brauchen. Dann, was haben wir doch bekommen? Oh, wir können vielleicht einen Warden machen. Wir haben nichts Besonderes sonst bekommen. Hä, das ist ja echt ein Scam. Ich dachte, wir würden was richtig Krasses bekommen. Aber nö. Leute. Shock Griffin, Level 75. Ich wollte schon die ganze Zeit einen Griffin haben. Und das ist ein Shock Griffin. Der ist komplett pink. Und der sieht super cool aus. Von daher nehmen wir den mit.
Mir egal, ob das jetzt, ob Schock jetzt ziemlich, ziemlich schwach ist. Was ist das weiter? Poison Griffin, auch gar nicht so schlechtes Level. Ich treffe niemals. Oh, ich habe den falschen getroffen. Dich wollte ich gar nicht treffen, tut mir leid, aber ich nehme trotzdem jetzt mit. Ah, Agatavis, dich wollte ich auch nicht treffen. Oh mein Gott, ich treffe alle, die ich nicht treffen will. Hallo, Mr. Schock Griffin, Sir. Wir können über alles reden und Freunde sein. Jetzt bist du geschockt. Ja, leg dich hin. Ja, easy. Leute, aber komplett easy. So, da das Ding. Oh nein, seltene Pilze wollte ich nicht reinmachen. Das wollte ich reinmachen. Und dann. Wo haben wir unser. Ach so, Silver Tweet können wir auch nehmen. Jedes Mal vergesse ich, dass dieses Silver Tweet überhaupt existiert. Und dann schreibt immer jemand in den Kommentaren: Warum benutzt du nicht Silver Tweet? Dabei vergesse ich, dass jedes Mal das überhaupt gibt. So, zack. Ab nach Hause mit dir. Und die anderen beiden nehme ich auch mit. Was für andere beide? Das ist nur ein Agentavis. Warum soll ich einen Agentavis mitnehmen? Ich meine natürlich nur den Griffin. Ich meine, was habe ich auch erwartet? Der macht so 2000 Schaden und im Sturzflug macht er glaube ich 6000. Also echt, ja geht so. Habe ich den Sturzflug jetzt auch noch reingeschissen? So, zack, ja 6200. Der ist echt nicht so nice. Aber ich glaube, ich gehe trotzdem ganz fix ausleveln, einfach weil ich wissen will, wie viel der am Ende macht. Er macht zumindest ein bisschen Schaden. Fliegt aber durch. 160.000. Das geht eigentlich klar, oder? Für so einen Schock? Das ist ja nicht mal irgendwie so ein Alpha oder sowas. Wer freut mich jetzt schon? Oh, Junge, diese Indomse. Das sind einfach die lautesten Wesen auf dem ganzen Planeten. Was ist mit dem Griffin falsch? Was zum Teufel? Was habe ich da gerade gesehen? Ich bin verwirrt. Okay, habe gerade nachgeguckt und war ein bisschen traurig. Nämlich, brauchen wir dafür nicht die Artefakte, sondern die Trophäen. Und das ist echt ein bisschen mies. Warum waren die Trophäen, bekommen wir auch noch so schwer? So, zack, Wands. Hier brauchen wir die ganzen Trophäen, damit man die spawnen kann. Dann hier gibt es noch diese Schlässchen. Da könnte ich auch so ein Ding machen, weil ich halt alle Artefakte habe. Aber da bräuchte ich wieder mega viel Essenzen und einen Sattel und Trophäen, um dann dieses weitere Ding zu machen. Am ehesten würden wir das wahrscheinlich bei dem Dodorex schaffen, weil davon spawnen echt ein paar und von den Drachen spawnen echt ein paar. Und da fehlt mir wieder ein Artefakt für. Willst du mich flachsen? Ruhe für den Drachen, das könnten wir auch schaffen. Oh, haben wir Essenz noch dabei? Och man, nur Rex. Irgendwas machen wir mit Rex drauf. Wir müssen einfach kurz abchecken. Legendary Rex Core können wir machen. Und dafür brauchen wir ja übel viel. Was brauchen wir dafür alles? Steel, noch 4 Essenzen. Und nur das Ding? Als ob. Dann machen wir einen davon. Und dann fehlt uns nur noch 4 Alpha Tyranno Rex Essenzen und Steel Ingots. Und Steel Ingots können wir craften. Von daher können wir das theoretisch machen. Ich weiß nur nicht, ob sich das lohnt. Wir machen es trotzdem. One day you coming with a paper. I ain't texting shorty back. See you later. Yeah, you catch me on a gas. I'm a racer. Was ist mit diesem Griffin los? Kann mir das irgendjemand erklären? Der ist nicht auf Folgen. Ich wollte gerade Metallfarben für Steel Ingots. Aber so wird das nix. Die Produktion läuft, Leute. Die Produktion läuft. Es wird ewig dauern. Aber sie läuft. Eine Ewigkeit später. Okay, ich bin zurück. Und ich habe den Spawner. Und ich habe keine Ahnung, was der macht. Ich weiß nicht, ob der irgendwie einen ungezähmten, ob der uns einen gezähmten gibt. Ich habe nicht den geringsten Plan. Ich weiß nicht mal, was das für einer ist. Ob das dieser World Boss ist? Das könnte sein. Das klingt zumindest ein bisschen so. Wir werden es jetzt auf jeden Fall tun. Und wir werden gucken, was passiert. Wünsche mir Glück, dass das ein gezähmter ist. Hä? Was bist du? Du siehst ja recht normal aus. Dann kannst du wieder zurück zur Base. Ich wollte dich gerade abschießen, aber brauche ich ja gar nicht. Hier, da. Okay. Okay. Der sieht aber cool aus. Kann man da so drauf... Oh, man kann da so schon drauf. Man braucht keinen Sattel. Oh. 113.000 vom Start. Okay, das ist mal ein Wert. Das ist mal ein ordentlicher Wert. Rechtsklick. Dasselbe wie bei unserem Rex. C-Angriff. Flammen. X-Angriff? Was auch immer das war, es hat alles hochgejagt. Der ist krass. Der ist richtig krass. Der war aber auch richtig, richtig teuer. Alter, war der teuer. Vor allem dieses Steel-Ingots. Das war so teuer. Alter, sieht so nice aus. Das sieht komisch aus, so ein Sattel. Hat der irgendwie einen Sattel? Ein Sattel drin? Kann man da einfach einen Rex-Sattel draufknallen?
Ich habe keine Ahnung. Das können wir nachher mal testen. Okay, Leute, der ist viel zu stark. Der ist so stark. Der sieht jetzt gar nicht so stark aus. Ich mache 4 Mille Schaden eigentlich. Und 4 Mille ist schon ordentlich, ordentlich, ordentlich was. Oh mein Gott, und der ist so nice. Vor allem kann auch Sauerstoffskill, von daher ist auch recht schnell im Wasser. Und da haben wir auch keine Probleme mit. Das schießt mir halt auch mal über die halbe Insel. War auf jeden Fall geplant. Oh, da können wir vielleicht in den Donauwechsel kämpfen. Perfekt. Der war eigentlich richtig gut gelandet. Der ist Level 570. Ist auch ein richtig harter Gegner. Von daher, nehmen wir. Guckt euch das an, Alter. Die haben einfach absolut gar keine Chance. Oh, ist das schön. Oh, der ist einfach so stark. Und ich habe jetzt einen Sattel drauf. Das ist ein Alpha-Rex-Sattel. Und ich bin noch nicht voll geheilt. Mach nicht diesen jetzt. Ich wollte noch eben den ausleveln und dann voll geheilt. So, zack. So, jetzt ist der komplett ausgelevelt. Jetzt müssen wir nur noch die Heal-Potions reindrücken und dann geht's gleich rein in die Olga. Und los geht's. Oh, den mache ich nur 1,5 Fälle. Oh, das ist schon ein bisschen belastend. Solange der mich nicht trifft, ist mir das ziemlich egal. Obwohl meine Rüstung, glaube ich, nicht mehr kaputt. Von daher kann eigentlich nichts schief gehen, denke ich mal. Oh, das ist wieder so ein unendlicher Kampf. Und wir haben ihn gleich. Aber ohne Probleme. Ich habe nicht mehr so viel Schaden bekommen, dass ich einmal healen muss oder so. Das ist gar kein Problem mehr. Und was ich euch erzählen wollte, ich weiß jetzt die Tastenkombination, wie man die Babys rausholt bei den Rexen, nämlich Steuerung und Q. Ich weiß nicht, was das für eine Tastenkombination ist. Jetzt klappt die nicht, weil ich das gerade erst eingesetzt habe und die sind alle draufgegangen, als ich gegen den Dodo-Rex gekämpft habe. Aber auf jeden Fall, ich kann euch das gleich nochmal zu Hause zeigen. Das klappt auf jeden Fall. Und das, was ist das für eine komische Tastenkombination, bitte? Da wäre ich niemals drauf gekommen. Das hat mir, glaube ich, Zicke in die Kommentare geschrieben. Auf jeden Fall danke dafür, weil da wäre ich nie drauf gekommen. So, wollen wir hier nochmal probieren, nur damit ihr seht, ich habe euch nicht angelogen. So, Steuerung Q. Und da sind sie. Da sind die Babys. Geht das jetzt beim anderen auch wieder? Da haben wir eine ganze Baby-Armee. Hä, die fliegen ja nicht mal, die kommen ja sogar runter. So, zack. Und. Der hat keinen Bock. Der hat einfach keinen Bock mehr. Der hat keinen Bock mehr, Babys zu haben. So, aber auf jeden Fall. Leute, das war's für diese Folge. Wie gesagt, heute habe ich ein bisschen Zeitdruck. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Werte freuen. Das wäre super, super lieb von euch. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, 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 ganz schönen Tag. Und tschüssi. Und lasst auf jeden Fall Feedback da, wie ihr das Ganze hier so findet. Ich finde es super, super schnieke.